Freunde, herzlich willkommen in diesem neuen Video. Ja, was haben wir denn heute? Heute haben wir einen Golf Plus hier. Der Kunde hat mich angerufen, er macht Geräusche. Ja, da er diesen Monat sowieso zum TÜV muss, passte das eigentlich relativ ganz gut. Und ich sag mal, ja, eigentlich Golf Plus ist eigentlich ein unverwüstliches Auto, meiner Meinung jedenfalls. Und für ältere Leute top. Sag ich mal, hohen Einstieg, ja, alle Sicherheitsfeatures, die man braucht. Was will man dann noch mehr? Da bleibt kaum ein Wunsch offen, ich sag mal so. Und das ist jetzt ein 1,4er mit 80 PS. Ist jetzt nicht die Wahnsinnshölle, sag ich mal ganz ehrlich. Aber um von A nach B zu kommen, reicht der völlig aus. Kann ich also nichts Schlechtes drüber sagen. Und ich weiß, die 1,4er, die machen manchmal Probleme bei VW. Aber das war ja um die 2000, von 2000 bis, ne? Und ja, gut, da gab es mal Ärger mit der Kurbelgehäusentlüftung, aber bei dem Motor nicht. Die laufen eigentlich, der hat jetzt 162.000 oder irgendwie sowas hat er jetzt gelaufen. Gut, beim Fahren ist mir jetzt auch schon aufgefallen, das Einradlager auf der Hinterachse auf jeden Fall. Und vorne, irgendwas knispert da auch. Ob es die Bremse ist, ob es irgendwas anderes ist, weiß ich nicht. Wir werden es sehen, weil der Kunde hat gesagt, ja, nimm den bitte mit. Fährt sowieso keiner mit, weil wir trauen uns das nicht mehr, weil das war ein irrsinnig lautes Geräusch, hat er gesagt, als ja, der Kunde halt wieder nach Hause kam. Und das gefiel ihm dann eben halt nicht. Gut, ich sag, kümmern wir uns drum, kein Problem. So, schauen wir uns den ganzen Schinken mal so ein bisschen an, was da jetzt wohl im Argen sein könnte und was es nicht ist, werden wir ja sehen. Und was wir zum TÜV noch vielleicht noch machen müssen oder auch nicht, werden wir dann ja auch sehen. Und dann schauen wir mal. Alles klar, bis gleich. Freunde, wie prüfe ich jetzt zum Beispiel ein Radlager, wenn ich jetzt alleine bin? Das ist ja das Problem. So, in heutigen Autos muss man da so ein bisschen aufpassen. Früher konnte man ja diese Regel, ich bock das Auto vorne auf. Vorne geht das vielleicht noch in manchen Fällen, muss man aber aufpassen, was für Sensoren man da drin hat. Ja, auf jeden Fall aufbocken und dann hochbeschleunigen im vierten Gang und ausmachen und auskuppeln. So, und dann hört man dieses Laufgeräusch, kann man von beiden Seiten schön hören, ob da überhaupt Geräusche entstehen oder wie auch immer. Gut, früher gab es ja diese Radlagergeschichten. Man kennt das ja von Polo, von Audi und wie auch immer. Man konnte ja immer noch die Radlager hinten an der Hinterachse einstellen. Das geht heute nicht mehr. So, wenn man jetzt hier früher angepackt hat. So, also der TÜV-Prüfer früher, wenn er nichts gefunden hat, wenn er gar nichts gefunden hat, hat er genau das immer bemängelt. Immer Radlagerspiel mit aufgeschrieben. Das kenne ich noch aus meiner Lehrzeit. Und das hat er immer gefunden. Und das ja, ist so eine Sache, wo ich sage, das ist eine Gefühlssache. Wie man das eben halt so entscheidet, ist eine Gefühlssache. Da gibt es kein, ich sag mal, kein Mindestmaß oder wie auch immer. Das ist eine Gefühlssache. Aber gut, das ist auch schnell eingestellt, die Sache. Das ist auch schnell erledigt. Wie gesagt, heute geht das nicht mehr. So, wir haben hier auch kein 4Motion oder sonst was, den wir mal rollen lassen könnten. Aber vielleicht hört ihr da was, was ich nicht höre oder schon gehört habe. Das wäre jetzt die eine Geschichte. Die zweite Geschichte folgt sogleich auf der anderen Seite. Wir das gleiche nochmal. So, ihr merkt schon, dass es eigentlich schon geräuschärmer läuft. Also da haben wir schon mal mindestens ein Radlager und zwar hinten links. So, wie sieht denn das vorne aus? Jetzt bin ich alleine. Jetzt kann ich dieses Ganze nicht so simulieren, aber ihr müsst auf jeden Fall, bei einigen Fahrzeugmodellen ist das so, dann erzeugt diese ganze Geschichte, wenn man jetzt
hier dran drehen würde, Strom, und dann kann das sein, dass euch die Sicherung vom ABS oder ESP irgendwo durchbrennt, weil da müsst ihr echt aufpassen, weil wenn ihr da Sensorik drin habt oder Radlager, die Strom erzeugen und nicht irgendwie anders funktionieren, im einfachen Sinne erklärt, ja, dann kann das sein, dass ihr euch Probleme macht. So, wie gesagt, hier kann ich so ein bisschen dran drehen. Ich höre jetzt aber noch nichts Schlimmes und Spiel hat er hier auch nicht. Also ist eigentlich noch im recht grünen Bereich, sage ich mal ganz ehrlich. Und ja, wir gucken mal, was er auf dieser Seite macht. Hört sich also nicht wesentlich anders an. Und hat auch kein Spiel. Also die haben hier echt was dran getan. Früher war eigentlich immer irgendwas ausgeschlagen zum TÜV. Ob das jetzt die Spurstangenköpfe waren, die Traggelenke oder die Querlenker selber oder sowas. Habe ich jetzt nicht. Habe ich überhaupt noch nicht. Also bei Golf 5 und Golf 6 und sowas habe ich sowas noch nicht gehabt. Beim Golf 4 schon eher. Aber beim Golf 5 ganz selten. Ganz selten, dass ich da mal ein Spurstangenaußenstück tauschen musste oder ein Traggelenk oder solche Geschichten schon. Also die sind schon recht gut dimensioniert, so dass das auch gut funktioniert. Wie gesagt, wir sind hier jetzt erstmal dem Geräusch auf der Spur. Auf jeden Fall hinten links ist das Radlager schon mal im Eimer. Gucken wir mal nach, was uns die Bremse denn so bescheren würde. Das ist ja auch kein unwichtiges Thema. Ja, das habe ich mir gedacht. Also, dass die Bremse nicht runter sein kann, das habe ich mir schon gedacht, weil letzten TÜV haben wir hinten komplett alles neu gemacht. Und ich glaube nicht, dass die so schnell wieder weg ist. Das konnte ich mir jetzt nicht vorstellen, weil die sieht noch echt gut aus. Die sieht noch gut aus. Da ist noch kaum was weg an Fleisch. Stoßdämpfer sind auch noch oben schön bedeckt, sage ich mal. Man kennt das ja, dass diese Schutzhüllen alle runterfallen. Ja, hier nicht, obwohl die Kiste ziemlich dreckig ist. Ja, die läuft halt auf dem Bauernhof und auf dem Bauernhof gibt es keine sauberen Geschichten. So, hier ist die Bremse auch super. Und ihr seht das wahrscheinlich nicht jetzt, dass da, so jetzt, da glänzt er noch durch. Wir haben hier also einmal die Bremssättel schon neu gemacht. Und diese Geschichten, ja, der hat neue Abschirmbleche letztes Mal schon bekommen. Also da ist ein bisschen Geld reingegangen. Ja, das muss ich wirklich sagen. Aber es hat sich ja gelohnt. Das ist ja nicht so, dass es sich nicht gelohnt hat. Das war das erste Mal, dass das Auto bei dem zum TÜV musste. Nach 2 Jahren natürlich. Er hat den jetzt 4 Jahre. 4 Jahre hat er ihn jetzt. Und ich sag mal, da hat er wenig Ärger mit gehabt bislang. Also das ist alles im grünen Bereich. Bremsschläuche immer noch heiße Kandidaten. Also Bremsschläuche tausche ich hier eigentlich fast regelmäßig und auch keine Seltenheit, dass ich die tausche. Ja. Und er wird halt ein bisschen im Dreck, ja, ich sag mal, bewegt. Also hier ist noch genug Fleisch dran. Oben läuft es auch. Ja. Also. Bremsschläuche haben wir letztes Mal, glaube ich, auch gemacht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die nach 2 Jahren schon wieder durch sind. Das wäre ja schon wieder eine üble Sache, nach 2 Jahren schon wieder neue Bremsschläuche da reinzuschmeißen. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber möglich ist ja alles. So, schauen wir uns hier die Seite nochmal an, ob hier auch alles im grünen Bereich ist. Also das sieht noch alles recht gut aus. Die Bremsschläuche sind ja noch nicht alt. So, die Achsmannschletten sind alle noch dicht. Die Manschetten von Stabi-Streben alle noch okay. Alles noch im grünen Bereich. Ja, der Dreck ist hier überall zugegen.
Der braucht halt mal einen Hochdruckreiniger, der Kollege hier. Das ist soweit aber alles grüner Bereich, was ich so sehe. Ja, ist eigentlich nicht schwer. Ne? Eigentlich nicht schwerwiegend. Ist alles in Ordnung. Bis auf das Radlager hinten links. Aber ich denke mal, bei 160.000 darf so ein Radlager schon mal aufgeben oder vorne auch. Das ist wohl nicht das Problem. Ich glaube, vorne auf der linken Seite hat das Radlager auch schon eine leichte Macke. Aber wir werden es rausfinden müssen. Ist halt so. Ich krieg's raus, wenn hinten wieder Ruhe ist, fangen wir vorne wieder an. Ist halt so. Und unten sieht das auch nicht ganz anders aus. Man sieht's, er ist etwas, ja, feldwegbegabt. Das ist eben so. Da kann man mit leben oder eben halt nicht. Der braucht auf jeden Fall mal dringend einen Hochdruckreiniger. Ja, bevor ich damit zum TÜV fahre, sowieso, weil ich fahre doch nicht mit solchen dreckigen Autos hier zum TÜV, da sieht man ja nichts. Dann könnte ich mir das theoretisch auch sparen und das will ich ja nicht. Hier ist ein Schlauch, der ziemlich eng an der Bremsleitung liegt, den werde ich auch noch mal irgendwie mal anders fixieren, dass da nichts passiert, weil nachher scheuert er eins von beiden durch. Ist nicht so toll. So, hier sitzt natürlich auch der Dreck in den Töpfen drin. Muss man aufpassen, dass wenn die durchrosten, ja, ist das nicht so spaßig. Ne? Wir wollen mal gucken, ob die Federn noch alle da sind. So, mal gucken, ob die Feder noch da ist. Mal mit dem Spiegel reinleuchten. Ja, was ich sehe, ist ein Haufen Dreck. Aber die Feder ist noch da, wo sie hingehört. Die haben wir auch schon mal neu gemacht. Also von daher. Aber da liegt halt jede Menge Dreck drin. Und das ist natürlich fördernd für einen neuen Federbruch. Da sollte also jeder mal darauf achten, dass die Töpfe hier rechts und links mal eben im Hochdruckreiniger reinhalten. Das ist ja wohl kein Problem. Da muss man mal ein bisschen in die Knie gehen und dann geht das. Aber wie gesagt, ansonsten habe ich hier nicht zu meckern. Ist eigentlich alles im grünen Bereich. Ja, die hier auch. Das kennt man ja, dass diese Lager hinten von den Querlenkern, die sind etwas anfällig. Wenn man gucken wollt, wie so was aussieht, da, diese meine ich hier, ne? Die kleinen runden Dinger, das sind jetzt schon die bessere Version. Es gibt die ja einmal mit dem X, das ist die sternförmige Version. Und dann gibt es ja einmal an den beiden Seiten, oben Luft, unten Luft und an den Seiten nur aufgehängt. Die reißen eher als die jetzt, die sternförmigen. Der hat also die verbesserten schon drin. Ja, ansonsten kein Ölverlust. Also der ist von unten trocken wie, ja, trocken wie ein Babypo, hätte ich fast gesagt. Wie gesagt, beim Polo ist das ja auch. Und bei dem Golf 5. Da müsst ihr aufpassen beim Querlenker. Bei dem er setzt so langsam den Rost am Querlenker an. Ich meine, die sind zwar dick, aber da muss man eben halt aufpassen, nicht, dass die mal durch sind. Und wenn die durch sind, sind sie durch. Und dann geht es geradeaus. Ja, noch ein kleines Problem, was die haben, ist hier der schöne LED-Kranz. Das kennt ihr ja, wie das geht oder nicht geht. Beziehungsweise, weil der LED-Kranz ausfällt. Das ist ja nun mal so, ja, das kennt man, das sieht man öfters, Passat 3C und Golf Plus. Golf Plus, ich glaube der neue, der Golf 5, der hat glaube ich normale Birnen noch drin, aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall sieht man das bei denen hier, der LED-Kranz ist hin und wieder mal
ja, ich sag mal, in Beschlagenheit genommen und dann fallen hier so die LED-Kränze aus. Die kann man nicht austauschen, nur die komplette Rückleuchte. Ist eben halt so. Muss jeder dann für sich selbst entscheiden, wie er es macht. Ist dann eigentlich egal. Auf jeden Fall, ja, hier ist alles in Ordnung im grünen Bereich. Also, das klingt schon mal gut. Das können wir so lassen. So, ich würde sagen, ja, das war es dann eigentlich schon mal so für die Durchsicht des Ganzen, würde ich sagen. Das war jetzt schon mal für den TÜV die Durchsicht. Ja, ob der TÜV jetzt noch was findet oder nicht, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir das dann schon mal durch. Also wir machen das Radlager hinten neu. Und dann sollte das Ding wieder geschaukelt sein. Weil vorne ist hier nichts Spektakuläres. Da passiert auch nicht viel. Aber mal hinguckt. Ja. So. Da ist also alles im grünen Bereich. Alles sauber, alles trocken, so wie es sein soll. Auch hier oben, den habe ich nämlich auch schon mal neu gemacht. Die Geschichte hier von dem Öleinfüllstutzen. Ja, die Dichtung, das kennt man bei den 1-4ern. Die sabbeln da immer rum, sabbern da rum und machen und tun. Ja, und dann hat man ruckzuck alles voll geölt. Wollen wir ja nicht. Ja, Zahnriemen ist ja erst, sag mal, 4 Jahre her, wo er gemacht wurde. Knapp 4 Jahre. Also, kann man so lassen. Ist alles im grünen Bereich. Bremslosigkeit, die werden wir auch noch mit rausschmeißen. Die ist jetzt auch schon, ja, einen Tacken älter. Ich weiß jetzt nicht, wann wir das letzte Mal die Bremslosigkeit gewechselt haben. Aber ich denke, die machen wir dann auch mit. Tiere haben wir Gott sei Dank hier keine. Jedenfalls nicht offensichtlich. Weil, das kennen wir ja noch. Das Problem von den Polo bin ich noch am Suchen. Ist alles nicht so ganz einfach. So, nur hier steht auch alles schön unter Spannung. Das ist natürlich nicht so toll. Sollte auch nicht so sein. Aber hier ist der Mikroschalter wenigstens schön eingepackt. Gegenüber bei dem Polo. Da ja nicht. Leider nicht. Ja, ist halt so. Tja, und dann machen wir jetzt mal das Laub raus und so, aber das ist auch eine andere Geschichte. TÜV-Durchsicht war jetzt, wir wissen, welches Radlager das ist, Radlager tauschen und dann ist das gut. So, ich würde sagen, tja, dann haben wir das Grobe und Ganze und dann schauen wir mal, Radlager bestellen, mit dem Kunden sprechen, dass wir das Ding hier durch den TÜV schieben und dann wird das Ding gut sein. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Grüßt euch. Bis dann und ihr wisst ja, abschalten. Danke.